Dein Name? Marco van Hoogdalen. Dein Alter? 47. Deine Position? Als Spieler und Gastronom. Dein größter Erfolg? Teil der Eurofighter zu sein und der Pokalsieger. Deine größte Schwäche? Süßigkeiten. Hallo Marco, wir sitzen hier im Bernardeshufe, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Richtig, ja. In Vorendaal, auch richtig? Auch richtig. In der Nähe des Dreiländerdreiecks bei Aachen. Was hat es hier mit dem Ort auf sich? Wir sagen ja immer, wir wollen an einen Ort gehen, der unser Interviewpartner was bedeutet. Warum sitzen wir hier? Ja, das ist eigentlich mein nächster Schritt gewesen nach dem Fußball. Dann musste man etwas suchen und meine Frau und ich sind das entgegengekommen und haben gedacht, ja, lassen wir etwas Kleines beginnen. Mhm. Aber ein bisschen größer geworden. Wir befinden uns hier in der Provinz Limburg. Ja. In den Niederlanden, wie sehr nervt es eigentlich, Niederländer immer Holländer genannt zu werden? Weil ihr seid ja, also Holland ist halt an der Küste ganz woanders. Ja, mich nervt es überhaupt nicht. Obwohl ich bin Holländer, weil ich komme von Mitte Holland. So, ich bin ein richtiger Holländer, aber mich stört es überhaupt nicht, ob ich jetzt Niederländer genannt werde oder Holländer oder Limburger. Das ist mir egal. Wie kommt es dazu, dass man als Fußballprofi auf die Idee kommt, einen Gasthof aufzumachen? Du hast Fremdenzimmer, du hast Essen, du hast einen richtigen, ja, Herberge heißt es vorne auch sogar, eine Herberge. Ja. Das ist eine gute Frage. Mein Schwiegervater war immer hier Karten anspielen im Dorf und er hat einmal gehört, der ist zu Kauf, man kann das kaufen. Und dann habe ich das mal angeschaut und es war das Wetter wie heute ungefähr, ein bisschen regnerisch. Und wir sind hinterher gelaufen und haben das Aussicht gesehen und haben gesagt, ja, das müssen wir machen. Und ohne Erfahrung habe ich gehabt. Meine Frau hat schon eine Erfahrung, aber ja, für mich war es eine ganz neue Welt. Und wie hat sich diese Welt dir geöffnet? Wie hat sie, stellt sie sich heute dar, diese Welt? Das ist schon schwieriger, als Fußballspieler zu sein. Aber es macht Spaß und vor allem, man sieht jeden Tag andere Leute und man unterhält sich mit den Leuten und das ist schön. Wie wichtig ist es für dich, Gäste zu haben? Ja, sehr wichtig. Ohne Gäste habe ich hier nichts. Also, nein, es ist immer schön, mit den Gästen zu reden. Und ja, es können immer noch mehr kommen, natürlich. Aber wir sind zufrieden und hoffentlich geht es schön so weiter. Wissen denn die Besucher von deinem Restaurant und der Herberge, bei wem sie hier zu Gast sind? Nicht alle, aber das finde ich auch ein Vorteil. Ich meine, sie müssen kommen, weil es hier gut ist und nicht, weil ich hier bin. Wenn es beide ist, natürlich schön, aber für mich ist es das große Kompliment, was man gibt, ist, wir kommen zurück, weil das Essen so gut ist und nicht, wir kommen zurück, weil Marco von Hoogdalen da steht. Kannst du denn kochen? Das haben wir angestellt. Nein, ich kann schon ein bisschen kochen, aber nicht so viele zugleich, nein. Also wenn der Koch krank wird und plötzlich ausfällt, dann bleibt die Küche kalt? Nee, meine Frau kann kochen. Inwieweit wollen deine Gäste, wenn sie wissen, bei wem sie zu Gast sind, denn hier über Schalke 04 reden? Ja, die letzte Zeit ist es mehr oder, weil da ist noch mehr Krise gewesen als letztes. Aber Kerkrade ist nicht so weit weg, ne? Wenn man hier hinfährt, am Stadion vorbei. Noch, ne? In 10 Minuten. Ja. So, ja, das ist jetzt das Gespräch des Tages hier. Weil ja, die neue, der Mann, der den Club übernommen hat, und das stimmt gar nichts. Aber die Gäste, die reden auch über Schalke, wie es war, und ja, das macht auch Spaß. Bist du denn hier für die Leute im Ort? Bist du da der Schalker oder der von Kerkrade? Ja, das ist noch immer die von Kerkrade, weil Schalke habe die damals nicht so erlebt, weil ich noch nicht hierhin kam. So, deshalb ist es noch Kerkrade, aber viele sind auch schon in Schalke gewesen. Und wer noch nicht in Schalke gewesen ist und dich nur von Kerkrade kennt, wenn du Schalke dem in 04 Worten erklären solltest, welche 4 Worte wären das? Sofort habe ich geil genannt. Ja, es ist eine Krankheit.
Und ja, für mich ist nur positiv, weil so bin ich hier aufgewachsen da und so gehe ich auch noch immer gerne zurück. Mhm. Wie nah bist du überhaupt noch am Fußball bzw. am FC Schalke 04? Nicht so nah. Ich verfolge jedes Spiel, weil die kriegen wir ja auch im Fernsehen, so das ist schön. Ich versuche auch manchmal vorbeizukommen, um Spiele anzuschauen. Aber ich schaue immer auf der Homepage das letzte Nachrichten und das ist auch schön, dass der David Wagner jetzt da ist. Noch mitgespielt natürlich und das sind schöne Sachen. Und, ja. Was erzählst du denn dann deinen Gästen, wenn das Thema auf Schalke kommt, aktuell über den FC Schalke 04? Ja, letztes Jahr war es ein bisschen schwieriger, um etwas positiv zu reden. Aber jetzt kann man wieder frei aus sprechen natürlich. Ja, es geht jetzt wieder gut in die Sinne. Man hat 10 Punkte mehr als letztes Jahr in dieser Zeit. Und das ist natürlich immer schön. Wenn man Vertrauen hat, dann kriegt man auch viel zurück dafür. Und ja, für mich ist es immer einfach, um über Schalke zu reden, weil ich habe nur positive Erinnerungen daran, auch wenn es nicht gut ging. Du hast gerade David Wagner schon angesprochen. Was glaubst du, welchen Anteil hat David am aktuellen Aufschwung bei Schalke? Ich glaube, der ist einer, der eine Mannschaft machen kann. Und der bleibt immer ganz ruhig für mich aus. Und ich denke, wenn er mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet hat und der Klopp hat gesagt, Schalke kann sich freuen mit so einem Trainer, dann möchte das etwas sagen, denke ich. Er war ja dein Mitspieler. Wie war euer Verhältnis damals? Gut, wir haben auch, meine Frau hat mit Judith, seine Frau, immer abgesprochen und ja, das war immer schön. Und David war ein ruhiger Junge, ich war ruhig und ja, wir haben uns schon verstanden. Ist denn der Kontakt geblieben, auch nach deiner aktiven Zeit und seiner aktiven Zeit, als er dann gewechselt ist? Ja, das ist schwierig. Der hat auch viel mehr zu tun. Er ist jetzt natürlich viel zu tun auf der Verein und das kostet auch viel Zeit natürlich, aber ich habe ihn gratuliert mit dem Übergang und hat er auch geantwortet und so, das geht schon. Wie war David damals als Spieler und hättest du damals schon gedacht, dass er mal so eine Trainerkarriere einschlagen kann? Nein, wird? Überhaupt nicht. Aber wenn man Spieler ist, glaube ich nicht, dass man sofort daran denkt. Der war immer eigentlich zweite Wahl hinter Juri damals und Martin Max. Und der hat schon Kanone vor sich gehabt. Aber der ist immer ruhig geblieben und das hat ihn schon gezeichnet. Und das Ruhige, das sieht man jetzt auch noch immer, denke ich. Hättest du ihm zugetraut, so eine Trainerkarriere einzuschlagen? Ich meine, mit Huddersfield hat er wirklich eine Sensation geschafft und auch bei allem Respekt, wir stehen das ganz am Anfang, auch auf Schalke scheint er ja zumindest einen neuen Wind reingebracht zu haben. Ja, na, zugetraut, nein. Ich habe es nicht zugetraut, aber man sieht, man kann sich irren. Ne? Und zum Glück, weil ich gönne Dave natürlich von Herzen, dass es gut geht mit ihm und mit dem Verein. Wahrscheinlich hätte er auch nicht gedacht, dass du irgendwann mal Gastwirt wirst, oder? Das glaube ich auch nicht, nein. Aber ich kann gerne mal vorbeikommen. Ich werde es ihm ausrichten und dann vielleicht sieht das ja gerne. Ja. Was glaubst du, ist seine große Stärke als Trainer? Seine größte Stärke als Trainer? Ich glaube taktisch, dass er das gut umstellen kann, der Jungs Vertrauen geben kann. Das sieht man jetzt an Amin. Wenn er Vertrauen hat, dann kann er auch schön kicken. Schalke tritt derzeit als wirklich geschlossene Einheit auf. Das ist dir aus deiner aktuellen, aus deiner aktiven Laufbahn nicht ganz unbekannt, oder? Nein. Wir haben immer gesagt, was in der Kabine besprochen wird, der bleibt in der Kabine. Und das ist die erste Voraussetzung, denke ich, für Erfolg. Weil man kann ruhig miteinander Ärger machen. Aber wenn man auf dem Platz steht, dann muss man volle 100% füreinander gehen. Und das macht er gut. Wie war das damals bei euch in der Kabine? Wie kam das zusammen? Du kannst ja nicht hingehen und sagen, wir stopfen jetzt 25 Leute in eine so eine Kabine und die müssen sich auf Anhieb gut verstehen. Das muss ein, ja, 11 Freunde sein. Das muss sich ja entwickeln. Wie entwickelt sich sowas?
Ja, dat is natuurlijk ook de trainer die daar een grote hand in had. Die las bestimmte Leute nebeneinander sitzen, die een beetje ruhig sind, die een beetje ausgesprochen sind, dat ze man übernimmt. Neben wem hast du gesessen? Puh, dat was lange her. Ey. Das, Olaf habe ich unter Ebbe. Wir gingen auf Nummer dann ein bisschen und da habe ich nachher daneben gesessen. Aber das ist schon eine Voraussetzung, denke ich. Wenn man ein bisschen ruhig ist, dass man neben einer sitzt, der ein bisschen viel babbelt, dass man ein bisschen übernimmt und der andere wieder ein bisschen zurückhält. Und so kommt man zu miteinander und durcheinander. Wer war das, links Ebbe oder rechts Olaf, der gebabbelt hat bei euch? Der Olaf meistens, ja. Das hat er jetzt noch nicht verlernt, glaube ich. Wie war das damals dann bei euch in der Kabine? Ich weiß, es war ja oft so, dass ihr nach den Trainingseinheiten dann noch Nudeln kommen lassen. Das war ja damals alles noch nicht so wie heute, dass die Mannschaft bekocht wurde in der Kabine und so weiter. Da war ja fast jeden Sonntag, kam da ja nach den Spieltagen etwas von La Scala. La Scala, ja, genau. Richtig, genau. Ja. Und es war immer irgendwie ja, Kabinenfest, oder? Ja, ja, das war Sachen, das ist so gewachsen. Und wir sind auch Dienstag, haben wir meistens zweimal Training gehabt. Und dann nach der zweiten Training sind wir mit 10, 11, 12 Leuten sind wir dann nach Zutz gegangen in Boer. Und dann haben wir da miteinander gegessen und dann sind wir bis 8, 9 Uhr da geblieben, geredet und ja, das war immer gemütlich. Und dann denke ich auch, dass die Atmosphäre in der Kabine und auf dem Platz immer besser wurde. Ist das so heute überhaupt in der Form noch denkbar, glaubst du? Na, das ist schwierig, glaube ich. Ich finde sowieso, die Mentalität von heutzutage ist ein bisschen anders, als wie wir noch gespielt haben. Heutzutage ist es auch so schnell wie möglich nach Hause, wenn es möglich ist. Und ja, das ist, bei uns war das nicht so. Wir haben fast die Tür abgeschlossen, wenn wir nach Hause gegangen sind. So, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber heutzutage, das sieht man hier in Kerkrade, das sieht man bei Schalke, die werden auch total abgeschirmt. Das finde ich wirklich schade. Aber es ist ja auch so, ich überlege mir gerade, wenn ihr früher immer dienstags nach dem Spiel ins Zutz gegangen wärt, und wenn die das heute machen würden, wenn sich das rumsprechen würde, würden wahrscheinlich auch 150 Leute davor stehen. Ne? War das damals nicht so? Wie war das, wenn ihr im Zutz gesessen habt als Team? Ja, die haben uns da gelassen. Ich meine, ab und zu war einer, der Autogramm möchte, aber normalerweise hat keiner uns gestört und da hatten wir uns einfach da hinsetzen können und geredet. Mhm. Das war immer gut. Das klingt ja schon nach einem verschworenen Haufen, der ihr wart. Seid ihr das immer noch? Habt ihr immer noch Kontakt zueinander? Ja, wir haben eine App zusammengestellt mit der Eurofighter und da sind viele Leute von damals sind alle in die App. So eine WhatsApp-Gruppe? Ja, WhatsApp-Gruppe und wenn einer Geburtstag hat, dann ist man ungefähr den halben Tag, hat man nur Nachrichten von gratulieren hier. Und, das ist schön und wenn ein Spiel ansteht, dann wird das über die WhatsApp-Gruppe rausgemacht. Mhm. Hast du das auch noch mit anderen Teams, in denen du gespielt hast? Oder gibt es das auch noch aus deiner Zeit aus Kerkrade? Oder ist das was Besonderes, was diese Eurofighter auch ausmacht? Na, ich glaube auch, dass es etwas Besonderes war bei den Eurofighter. Und ich habe in Kerkrade habe ich auch eine WhatsApp-Gruppe, aber da wird nicht so viel über geredet. Da wird auch mit Geburtstagen wird das schon was gemacht, aber sonst wird da ganz wenig eigentlich gemacht. Und das ist bei der WhatsApp von Schalke ist das ein bisschen anders. Verrätst du uns, wer in dieser WhatsApp-Gruppe derjenige ist, der immer die lustigen Videos weiterleitet? Die gibt es ja in jeder WhatsApp-Gruppe? Nein, fast keine. Wirklich, okay. Das kann ich zeigen, aber da wird fast keine Video. Das ist nur eine seriöse Sache. Deinen ersten Berührungspunkt mit Schalke hattest du in der Saison 96, 97, erste Runde, ja. UEFA Cup, hattest du noch ganz schreckliche Farben an? Ja. Und warst irgendwann nachmittags im Parkstadion zu Gast? Ja, das war das Highlight für uns, weil wir haben damals europäische geholt, seit lange in Kerkrade. Und ja, dann darf man gegen Schalke, der eigentlich von hier aus ganz bekannt war, weil
ich hatte auch immer um 6 vor der Sportschau gesessen und gesehen, erstmal, was hat Schalke gemacht. Und ja, jetzt spielt man auf einen dagegen. Und dann hatte Juri Mulder noch da gespielt, der Kok war da hingegangen und Wilmots und der Hüb natürlich, der bei uns war da noch. Aber ja, das war ein Trauma für mich, um da zu spielen. Ja, und, das Parkstadion war voll, es war nachmittags. Ja. Ich glaube, um 4 Uhr war Anpfiff oder sowas, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das Stadion war rappelvoll. Jetzt ist Holland natürlich auch eine Fußballnation, aber wie war das für dich damals, ins Parkstadion zu kommen? Und dann? Ja, da hat man Gänsehaut sofort gekriegt. Wenn man die Rolltreppe noch runterkam, ja, dann hat man eine ganze Wand gesehen von Leuten. Und ja, da standen wir schon 1-0 hinter natürlich. 3-0 ist es dann ausgegangen. Ja. Hast du noch große Erinnerungen an dieses Spiel? Ja, dass ich nur 50% gespielt habe, weil ja, ich wusste schon, dass ich da hierhin kam, nach Schalke. Also, da habe ich ein bisschen ruhiger gemacht. Nein, wir waren überwältigend waren die über uns und wir haben nur geschaut und gesagt, von, puh, was ist hier los? Aber mal Spaß beiseite, wusstest du in dem Spiel schon, dass Schalke an dir interessiert ist? Nein, noch nicht. Das Kontakt ist erst nach dem Rückspiel gekommen. Okay. Das Rückspiel war um 2 Uhr, noch schöner. Ja, stimmt, ja. Aber David auch hat getroffen. Stadion. David hat getroffen, ja. Und ja, dann haben wir, ich habe in diesem Spiel habe ich keinen Fehlpass gemacht. Alle Passen, die ich gemacht habe, wenn es über 60 Meter war oder 4 Meter, alles war angekommen. Und de nächste Tag hat Johan mich angerufen und gefragt, kannst du Deutsch? Ik zeg, haha, roep me nog maar aan. Weil Spaß machen, dat ik ausgeschieden war en alles. Nein, ernsthaft, de manager van ons, möchte ik dich gerne sprechen. Ik zeg, ja, wenn dat is, dan roep je me aan. Deutsch kan ik een beetje. Ja, en dan had hij später angerufen. En is het eigenlijk ganz snel gegaan. En 3 Wochen später heb ik schon Einigung mit Schalke gehad. Nur dürfte das noch nicht nach draußen kommen. Wer war denn er? Hüb Stevens oder du? Ja, das ist immer die Frage geblieben. Der Hüb war mit Schalke beschäftigt und der hatte nichts gesagt zu mir. Und ich war mit Schalke beschäftigt und hatte nichts zu Hüb gesagt. Und so haben wir miteinander ein bisschen... aber ich glaube schon, dass er ein bisschen gesagt hat, okay, den möchte ich gerne haben oder nicht. Der könnte mich von vorne bis hinten. So. Du bist dann in der Winterpause gewechselt. Ja. Die Bundesliga-Saison verlief, sagen wir mal, durchschnittlich erfolgreich. Aber natürlich ist das größte internationale Erfolg unweigerlich mit dieser Saison verbunden. Wie hast du dieses halbe Jahr dann auf Schalke erlebt? Ja, das war für mich ganz schwierig, weil ich sollte mich eigentlich beweisen auf einen Samstag. Und durch die Woche habe ich immer Erfolg gehabt. Und dann war der Druck natürlich immens auf mich. Und ich weiß noch, dass wir der Lauf vom Parkstadion bis der Geschäftsstelle, das war ein ganz langer Lauf für mich. Da bin ich beschimpft geworden und ja, ich habe Angst gehabt am Anfang. Und auf einmal ist der Manager mal zu der Kurve gegangen und hat gesagt, okay, es ist ein Spieler für uns und wer nicht nett mit ihm umgeht, da hat mit mir zu tun und da kannst du draußen bleiben. Und seitdem ist eigentlich der Weg nach oben gegangen und da bin ich ihm ewig dankbar für gewesen. Hast du zwischenzeitlich mal an einem Wechsel gezweifelt, dass du gesagt hast, warum hast du es dir angetan? Nein. Ich bin ein Spieler, der immer, wie sagt man das, der Beste in mich rausholen kann. Hm. Und ich habe nicht gezweifelt, dass ich nach einem halben Jahr, dass ich das Niveau nicht holen kann. Nein. Ich habe eigentlich nach dem halben Jahr habe ich gesagt, okay, schlechter geht es jetzt nicht mehr, so kann nur der Weg nach oben kommen. Wie ist das, wenn man am Wochenende, im wahrsten Sinne des Wortes, um es mal salopp zu sagen, auf den Arsch kriegt und unter der Woche die anderen, wo du nicht spielberechtigt warst, weil du ja schon für Kerkrade gespielt hast, kriegen die Lorbeeren um den Hals gehängt und werden hochgejubelt? Ja, das ist ganz schwierig natürlich, aber ich muss sagen, der Verein hat immer... das Gefühl gegeben,
als ob man auch bei der Truppe war mit der UEFA Cup. Ich durfte jedes Spiel mit, die Frau durfte jedes Spiel mit. Ich war ein Teil von der Mannschaft und ich habe mittrainiert, ich habe alles mitgemacht. Nur zum Spiel, da saß ich auf der Tribüne, das ist das Einzige gewesen. Aber ich habe die Vorbereitung ganz mitgemacht. Ich habe auch bei den Spielen im Hotel geschlafen und das war das Highlight natürlich. Natürlich hatte ich andere Spannung, aber ja, das kann man nicht für natürlich. Die Spannung, die musste bei mir im Wochenende stattfinden und das hat es auch gemacht. Fühlst du dich deswegen auch als Eurofighter, als UEFA-Cup-Sieger? Fühlst du dich selber so? Ja, ich war ein Teil von der Mannschaft. Ohne mich hätte sie sich auch gemacht, natürlich. Aber ich habe auch die Leute auf dem Training, dass sie der Luma auf dem Mars laufen sollen. So, das hat alles miteinander zu tun. So, deshalb fühle ich mich auch ein Teil von der Mannschaft, ja. Wie hast du das Finale in Mailand erlebt? Du hast bestimmt irgendwo auf der Tribüne gesessen? Neben der Juri und der Charlie. Ja. Das war Hölle. Nein, der Charlie war unten, glaube ich. Aber der Juri war neben mir und bei der Frau war wir. Ja, das war, ich glaube, 120 Minuten voll Adrenalin, was da durchgegangen ist. Welche Erinnerungen hast du noch? Also ich war auch im Stadion, deswegen, ich kann mich an so manche Momente erinnern. Aber was waren deine Momente? Ja, mein Moment war eigentlich nicht so gut im Moment. Wir standen da und dann kamen wir alle für eine Medaille zu holen. Und wenn wir nach vorne kamen, Juri, ich und noch zwei, drei, die auf der Tribüne waren, Pereira, glaube ich, dann haben die keine Medaille mehr gehabt. Und das war die habe ich noch immer nicht. Und das finde ich wirklich schade davon. Okay. Dass ich die UEFA Cup Medaille eher nicht gehabt habe. Das ist das Einzige, was ein bisschen für mich beigeblieben ist, weil ich hätte gerne gehabt auch. Ja, das kann ich verstehen. Ja, und während des Spiels, also ich weiß zum Beispiel, als Zamorano das Tor macht und man auf einmal denkt so, Mist. Ja. Ne? Das war ja kurz vor Schluss und du hast gedacht, es ist nicht mehr lang und dann explodiert dieses Stadion. Ja, und du denkst so, hoffentlich brechen wir jetzt nicht ein. Ja, das Gefühl haben wir auch gerade natürlich, aber ja, doch war etwas magisch darüber, auch nach dem Gegentor sind wir nicht eingestürzt. Wir haben die Rücken recht gehalten und wir sind weitergegangen. Und das Vertrauen hat man später gesehen, dass man mit 11 Meter schießen war das natürlich Highlight. Wie war die Party nach dem Abpfiff? Tja, da kann man nicht viel mehr von erinnern, obwohl ich keinen Alkohol gehabt habe, aber ja, das war einmalig. Die Freude, die kann man nicht beschreiben. So schön wie das war, die Frauen auf dem Platz, alle miteinander, ja, das war mit den Fans dabei. Da war noch mal so ein bisschen von was uns erwarten war, wenn wir zurück in Gelsenkirchen waren. Ja. Und das war dann auch nochmal Hammer. Ja, wenn Leute zu dir kommen von mein Leben hat Zweck gehabt und wenn ich morgen sterbe, ja, dann gibt man Gänsehaut und das war so schön. Einmal im Jahr organisiert der Verein ein ehemaligen Treffen, meistens am letzten Heimspieltag der Saison. Auf wen freust du dich dann da immer am meisten? Ja, ich freue mich immer besonders auch auf alte Spiele, auf die Truppe wieder und der Legat natürlich, der immer verrückt war und der ist auch immer da, so, das ist immer schön. Aber auch wenn Ebbe mal wieder da ist, en Penza war letztes Mal mal da, ja, die hatte ich ganz lange nicht mehr gesehen und das ist immer schön, wenn solche Leute aus der Truppe wieder da sind. Penza ist ein gutes Stichwort. Belgier, wir hatten in deiner Zeit so viele Niederländer und Belgier. Da war Johan de Kock, Marc Wilmots, Nico van Kerkhoven, René Eickelkamp war da, der Trainer Huub Stevens, Co-Trainer Eddie Achterberg, selbst der Physio mit Gerard Kuipers. Was ist das Besondere am FC Schalke 04 oder warum war damals so viele Spieler und Verantwortliche aus den Niederlanden und Belgien auf Schalke? Gibt es da irgendeinen Grund für? Ist das irgendwas? Na, weil das,
Das habe ich mir auch immer abgefragt. Warum geht es bei uns ein bisschen einfacher, als das mit den Brasilianern gegangen ist, später, oder Südafrikaner oder Amerikaner? Ja, keine Erklärung dafür. Vielleicht, dass wir natürlich die Sprache schon ein bisschen mehr verstanden haben. Ja, das Fußball sowieso, dass wir das verstanden haben. Ja. Und es hat einfach miteinander gut kombiniert. Und ja, die Erfolge sind da gewesen. Und warum genau? Keine Ahnung. Jetzt ist ja eigentlich die Niederlande und Deutschland, wenn man es auf Nationalmannschaftsniveau hebt, Spinnefeind. Ja. Aber es gibt super viele Holländer, die den FC Schalke 04 mögen. Und der FC Schalke 04 hat ja auch zum Beispiel eine Fanfreundschaft mit Twente Enschede. Wie kommt es, dass auf dieser Vereinsbasis, dass so viele Holländer Schalke mögen? Ja, das ist, was ich sage. Hier in Kerkrade, das ist auch fast die Grenze in Aachen. Ja, da ist, ich glaube, 9 von 10 Leute sind Schalke-Fan. Warum? Vielleicht das natürlich mit der Geschichte, dass Hüb da hingegangen ist. Ich bin da hingegangen, Johan de Kok ist da hingegangen von Kerkrade. So, da hat immer etwas miteinander zu tun natürlich, aber davor war es auch schon immer Sympathie nur für Schalke gehabt, weil es ein Verein von alle Leute ist. Durch das ganze Land sieht man Schalke-Fans und ja, das hat enorm miteinander kombiniert sozusagen. Obwohl hier eigentlich noch so ein Gürtel dazwischen liegt, ne? Mit Köln, Aachen, Gladbach, ja. Düsseldorf, die eigentlich könnten die ja alle abfischen. Ja. Man muss ja erstmal durch, um auf Schalke zu kommen. Ja, aber ich denke, dass Schalke nie hochnäsig gewesen ist, dass sie immer mit beiden Füßen am Boden geblieben sind. Und das hat enorm viel Sympathie bei den meisten Leuten gegeben. Wird sich freuen, auch künftig mal wieder Niederländer auf Schalke zu sehen, seit Klaas Jan weg ist, ist ja... Ja, ich glaube, da sind noch einige Talente, die auch einen Sprung nach Schalke machen können. Und, ja, aber das Problem ist meistens, die kosten also so viel Geld, dass man die fast nicht mehr kriegt. Und das ist das Schwierige jetzt heutzutage zu Fußball. Wer ist aktuell besser, die deutsche oder die niederländische Nationalmannschaft? Ja, das liegt ganz nah beieinander. Das sieht man auch, in Holland hat Deutschland gewonnen, in Deutschland hat Holland gewonnen. Also, ich glaube, dass die sind enorm aneinander gewagt und ich bin froh, dass wir uns wieder messen können mit Deutschland, weil es war eine lange Zeit, dass wir uns nicht mehr messen könnten. Was hast du gemacht während der letzten Europameisterschaft und der letzten Weltmeisterschaft? Ich habe gearbeitet. Du hast gerade selber gesagt, du warst ja wirklich gut, aber es hat trotzdem nie dazu gereicht, dass du ein Spiel für die A-Nationalmannschaft der Niederlande gemacht hast. Du hast Champions League gespielt, du hast Titel in Deutschland gespielt. Weißt du warum? Naja, das ist pures Pech. Der falsche Trainer auf der falschen Stelle, auf der falsche Zeitpunkt. Der Advokat war einer, der hat seine feste Mannschaft immer gehabt und er war immer ganz schwierig, dazwischen zu kommen. Und, ich finde es nur schade, dass ich nicht die Chance gehabt hatte. Damals, wenn ich eine meiner besten Meisterschaften gehabt hatte, dass ich das Freundschaftsspiel Schalke, auf Deutschland gegen Holland in der Schalke Arena, ja, da war natürlich das Highlight gewesen. Weil, dann hatte man nicht aufgerufen und ja, das war ein bisschen, ja, so etwas ein Mann mit der Hammer, der mir auf den Kopf geschlagen hat. Aber ich bin zufrieden, wie mein Laufbahn gegangen ist. Und das ist nur ganz so ein bisschen, was verfehlt hat. Und da komme ich noch über hin. Da kommen wir zu einem Thema, was mir jetzt schon einen Kloß im Hals verursacht. Du warst 4 Minuten deutscher Meister. Ja. Ja, das war die 4 schönsten Minuten in meinem Leben, glaube ich. Ja, das ist Wahnsinn, wie das gelaufen ist damals.
Das Spiel ist sowieso so verrückt wie alle. 3-1 hinten, glaube ich, und 5-3 gewonnen. Und ja, dann ruft einer von Sky oder Premiere damals, ja, da, das Spiel ist zu Ende in Hamburg und da haben wir gejubelt und der Manager war voll, jeder hat eigentlich gejubelt und da sind wir hochgegangen und wir haben gedacht, ja, dann müssen wir umziehen und alles sofort und ja, da kamen wir hoch und da haben wir das Bild, dass der Freistoß genommen wird. Und dann habe ich so etwas von, das ist eine Wiederholung, der wird jetzt daneben geschossen und ist vorbei. Aber der ging rein und dann, ja, dann da kann ich sagen, dass einige Türen sind kaputt gegangen in der Kabine. Das war unbeschreiblich, wie das Gefühl von 100% froh und nach unter die Erde fast gegangen. Das kann man nicht beschreiben, wie das Gefühl war. War das der schlimmste Tag in deiner Karriere? Ja, das kann man sagen. Das, wenn man einen Tag beschreiben soll, dann ist das ein der Tage, dass man sagen kann, ich habe den Himmel gesehen, aber ich bin jetzt in die Hölle gelandet. So unterschiedlich war das Gefühl. Das war wirklich ein, ja, das tut noch immer weh, wenn man darüber spricht. Definitiv. Ja. Ihr wart eine eingeschworene Truppe, auch damals. Inwieweit hat das geholfen, diesen Moment einfach ja, zu akzeptieren, zu verarbeiten? Ja, wir mussten das verarbeiten, weil ein Wochenende später war Pokalfinale, was für noch stand. So, wie schwierig es auch war, wir haben 2 Tage frei gehad, um alle Köpfe mal leer zu haben. Und dann haben wir den Knopf umdrehen müssen und da muss ich sagen, da war Huub ganz knallhart in und ja, es tat bei ihm auch weh, natürlich, aber der hat uns wirklich auf der richtigen Spur wieder gemacht, durch wieder voll drauf zu sitzen und zu schimpfen und alles Mögliche, mal um uns wieder spritzig zu kriegen. Auch die Fans haben den Schalter umgelegt bei der letzten Trainingseinheit in Gelsenkirchen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen da gewesen sind. Wusstet ihr, dass das so kommt? Oder was hast du gedacht, als du aus der Kabine rausgekommen bist? Da vom Wir wussten schon, dass etwas anstand, aber nicht in so große Getale, dass das so war. Das war beeindruckend und das hat vielleicht das letzte Schwung gegeben, um zu sagen, okay, wir machen es nicht nur für uns, aber auch für die Fans. Dann mussten wir den Pokal holen. Das Finale anschließend, habt ihr 2-0 gewonnen, der Pokal war da. War danach die Party eher Frust bekämpfen, nachdem ihr die Meisterschaft verloren habt, oder Feier, weil ihr Pokalsieger geworden seid? Ich glaube schon feiern, dass der Pokal, da hatten wir wenigstens einen guten Abschluss der Meisterschaft. Wenn man nach der Meisterschaft sofort in Urlaub gegangen wäre, das wäre ganz schwieriger gewesen. Und jetzt hatten wir so wenigstens den Pokal noch und dann hätten wir ein bisschen feiern können. Mhm. Ja, später seid ihr wieder DFB-Pokalsieger geworden. 4-2 im Finale gegen Bayer Leverkusen. Dass wir überhaupt dahin gekommen sind, ist ein großer Anteil, liegt bei dir. Das Heimspiel gegen Bayern München, Verlängerung und dann haust du da einen Schuss raus? Ja, der kam so vor die Füße und da habe ich gedacht, ja, nicht nachdenken und einfach auf die Kiste machen. Und ja, dass er so getroffen ist, ich glaube, Kanye steht jetzt noch zu gucken, ob der kommt. Der war schon vorbei, der war so hart und der hat richtig auf der richtige Punkt hat er net ein bisschen von der Boden abgehoben und da habe ich voll mit der Kartoffel reingehauen, ja. Wusstest du schon, als er vom Fuß weggeht, dass der gut kommt? Ja, wenn man schießt und man, das Gefühl, das fühlt man schon. Und, aber dass er so hart war, da habe ich nicht gedacht. Hast du eigentlich gemerkt, wie hoch das Dach geflogen ist, als der drin gewesen ist? Das war das 1-0 in der Verlängerung. Ja. Ende ist 2-0 ausgegangen, aber
Hast du gemerkt, wie laut es geworden ist da? Nein, ich war so mit der Tor beschäftigt, ich wusste nicht, wie ich jubeln musste. Und, ich habe die Hände hoch gemacht, ich wollte, glaube ich, ich weiß nicht, was ich alle machen wollte. Aber ja, das war auch wieder so etwas, ja. Man ist so froh, dass man gar nichts von der Umwelt gehört hat. Man ist so gefokust auf das Spiel. Ja, da muss man auch sein, denke ich. Es ging lange Zeit bergauf für dich in deiner Karriere. Dann kam aber 2003 eine Hüft-OP. Ja. Die hat dich zurückgeworfen. Du hast dich dann für ein halbes Jahr an Kerkrade verleihen lassen. War das damals ein nötiger Schritt oder hast du es gern gemacht oder wie war es? Nein, ich hätte es nicht gern gemacht. Aber ich wollte zeigen, dass ich nochmal fit werden könnte. Meine Frau hat es abgeraten, nicht nach Kerkrade zu kommen, weil da erwarten die natürlich viel mehr, weil ich bin Schalke gewesen und ich habe Erfolge bei Rodergaard, ich habe Erfolge bei Schalke gehabt. Man kann nur verlieren im Prinzip bei Kerkrade, wenn ich zurückkam. Und, aber ich wollte für die Kinder da sein, die mussten in die Schule und das fand ich wichtiger, als dass ich irgendwo in einen Verein im Norden des Landes oder irgendwo hingegangen wäre. Dass ich bei Schalke in die zweite Mannschaft kicken sollte, das war auch nicht optimal natürlich, wenn man sich beweisen möchte. Aber ja, die Wege sind damals so gegangen und letztendlich war es, glaube ich, das halbe Jahr. Eigentlich wusste ich dann nachher, dass es eigentlich vorbei sein sollte. Weil das war auch nicht mein glücklichste halbes Jahr und immer mehr Schmerzen gehabt. Und die OP war nicht in 2003, was du sagst, aber in 2005. Aber ich habe die Beschwerde immer gehabt. Okay, die Beschwerden, ja. Ja, und dann ist es immer schwierig, wenn man die Beschwerden hat, um das richtig zu machen. Aber ja, so ist es gelaufen und leider, glaube ich, 3-4 Jahre zu früh. Aber da kann ich es dafür. Warst du damals enttäuscht ein bisschen, dass man dir dann auch gesagt hat, okay, ja, im Moment sehen wir dich hier nicht mit? Ja, man tut alles dafür. Ich bin in Amsterdam gewesen bei einem Physio, da habe ich 6 Monate, glaube ich, intern gewesen. Ich habe mich verrückt trainiert. Ich habe bessere Werte gehabt, als dass ich gespielt hätte. Alle Tests waren positiv und dann tut es schon weh, wenn man so auf einer Seite, an der Seitenlinie gestanden wird. Obwohl ich auch damals für mich selber eigentlich schon den Knopf umdrehen sollte, weil ich sah auch, dass ich mehr im Kraftraum war, als dass ich auf dem Platz war. Und da kam natürlich auch noch eine andere Geschichte dabei und ja, das hat auch nicht mitgeholfen. Die andere Geschichte war, als du zurückgekommen bist aus Kerkrade, war die klassischen Tests zu Saisonbeginn und da hat man schlechte Blutwerte bei dir festgestellt. Was war da passiert? Ja, das war schon in 97, habe die erhöhte Lebenswerte schon gemessen. Die haben jedes Jahr das kontrollieren lassen, aber damals ging es wirklich, die war die ganz hoch. Und dann wollte ich noch mit in Trainingslager und dann ist der Manager damals ist mich auf den Bus, of der Arzt hat mich auf den Bus geholt und gesagt, du darfst gar nichts mehr machen. Das ist so gefährlich und wenn einer dich berührt, kannst du vielleicht mal totbluten. Dann ging es durch meinen Kopf. Dann bin ich in Österreich, ich wollte mit zum Training, dann wird das gesagt. Ja, da war ich am Boden zerstört natürlich. Und da war eine ganze Zeit, war ich ganz depressiv. Aber das kann man auch vorstellen, denke ich. Wenn man vom Trainingslager, man will mit den Truppen nochmal angreifen und man wird aus dem Bus geholt und darf nichts mehr machen. Ja, das ist Hölle. Wie schlimm ist so eine Phase? Du bist als Profisportler eine Maschine gewesen und auf einmal merkst du, dass in dieser Maschine die Zahnräder nicht mehr ineinander greifen. Ja, das ist ganz schwierig. Das ist, man möchte gerne nicht daran zugeben.
man versucht dann über andere Wege das zu machen. Dass vielleicht ein neue Teil von der Motor mal da rein gemacht werden soll. Aber ja, man kann versuchen, was man will, aber wenn das nicht klappen wird, dann hat man das zu akzeptieren. Und das war das Schwierigste für mich, um das zu akzeptieren natürlich. Und später ist es natürlich ausgekommen, dass es auch richtig ernst war. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ist man da in so einer Situation vielleicht sogar froh, Profisportler zu sein und medizinisch so engmaschig untersucht zu werden? Ja, ich denke, dass es anders vielleicht später gekommen wäre, aber dann war ich vielleicht ein bisschen schwieriger zu helfen gewesen. Und jetzt habe ich immer die richtigen Leute um mich hin gehabt. Ich bin in München noch gewesen, weil ich die gesagt habe, dass ich aus dem Bus hole und so. Bin ich in München bei einem Schalke-Fan, der Arzt war. Das war so komisch. Da bin ich in zu Hause gewesen und der hat mich nochmal nachgeschaut. Er hat alle Sporten in der Welt hat kontrolliert, ob da eine an diese Schäden totgegangen war. Mhm. Und das war nur ein Fall und das war nicht so sehr ein Fall, dass er berührt worden war, aber er hat eine Blutung gehabt. Mhm. Und deshalb hat er mich eigentlich wieder ein bisschen fit geschrieben. Aber da war das schon natürlich vorbei, weil in der Presse überall hat man schon gesagt, er darf nichts mehr machen. Was hat die Krankheit mit dir gemacht? Hat sie dir womöglich einen anderen Blick auf dieses Business-Profi-Fußball? Ja, das ist schwierig. Ich bin natürlich seit 4 Jahren, ist meine ganze Welt wieder anders geworden. Ich bin, wenn ich aufgehört habe mit Fußball zu spielen, bin ich noch Trainer gewesen bei der Jugend hier in Kerkrade. Da mache ich jetzt auch nicht mehr, weil gesundheitlich geht das schon, aber ich möchte gerne jetzt nur nach vorne schauen und das Leben ist mir zu wichtig geworden. Man ist natürlich, man hat nur ein Leben und Gesundheit ist dann ganz nah an der anderen Seite. Und man möchte dann immer nach vorne schauen und jeden Tag genießen. Du lebst mittlerweile auch mit einer Spenderleber, glaube ich, ne? Ja, das vor fast 4 Jahren ist das passiert in Belgien. Ja, es ging gar nicht mehr. Ich war hier hinter der Theke, hinter der Bar, dann musste ich 3 Kaffee einschütten. Und dann habe ich richtig so gemacht und so. Und habe wirklich gedacht, das geht schnell. Aber meine Frau, die Angestellte, die haben gesagt, hey, das geht gar nicht mehr mit ihm. Wir müssen gegen ihn selbst beschirmen. Und dann kam das, dass ich vergiftet worden war von meiner eigenen Galle und ich wusste gar nichts mehr. Die haben früh dement, haben die gedacht. Ja, dann war es einfach warten, bis ich, in Januar bin ich auf der Liste gekommen, in April war es soweit. Und seitdem ist es ein neues Leben für dich? Ja, das kann man nicht beschreiben. Ich habe meine Augen aufgemacht und meine Frau war dabei, die hat gesagt, oh, jetzt ist es gut. Ich habe ganz gelbe Augen gehabt damals und ich habe sie angeguckt und gestrahlt, die Augen, und dann ist man das schnell vergessen. Und dann kann man nur noch nach vorne schauen und auch mit den Kindern, das ist einfach so schwierig. Vom Zeitpunkt, wenn man das Telefonat kriegt, wir haben ein neues Leben für dich, bis dass ich wieder wach wurde nach der OP. Das kann man nicht beschreiben, was für Situationen, dass ich da noch gesessen habe. Dass die Jungs, einer, der sagt, viel Erfolg, Papa, und schlaf wieder weiter. Und der andere, der ganz mit dir, oh, das geht in Ordnung, und nächste Tag, wir machen wieder, spielen wir zusammen und alles. Ja, das ist unglaublich, das ist ganz schön. Ist das vielleicht sogar der größte Erfolg deines Lebens? Ja, das kann man mit nichts anderes beschreiben. Und man sieht, da wird man wieder emotional von mir. Ja, das ist verständlich. Ich meine, ne, dir geht's gut, also das ist das Wichtigste.
Ja. Dir geht es sogar so gut, dass du mittlerweile wieder mit Schalke durch Europa reist. Ja, das ist natürlich schön wieder. Du bist zum Beispiel mit in Manchester gewesen? Ja, vom Ergebnis war das nicht schön natürlich, aber da habe ich beide Söhne mitgenommen und da habe ich ein Mannenwochenende eigentlich von gemacht. Wir sind montags angereist und mittwochs wieder zurückgegangen. Und dann haben wir das Spiel angeschaut, ich habe den Fanmarsch mitgelaufen mit den Jungs und ja, das war auch eine schöne Erfahrung natürlich. Was bedeutet dir das, bei solchen Momenten mit dabei zu sein? Ja, da wird man ein Teil von der Familie. Ich wollte die Jungs auch mal zeigen lassen, wie sieht das aus, so ein Fanmarsch. Wir haben nur als Spieler gedacht, okay, wir sind auf dem Platz, die Fans sind auf der Stuhl, auf der Tribüne und das ist es. Aber da steckt viel mehr hinten und das wollte ich immer mitgeben. Und da haben wir auch erstmal gefeiert, da war ein Fußballspiel auf der Rasen da mit bekloppten Engländern oder Deutschen, die haben ein Spiel gemacht da und der war ganz besoffen, glaube ich. Und dann haben die immer gejubelt und die haben die Augen wirklich aus dem Kopf gesehen da. Und das war, man kommt auch viele Bekannte gegen und die sagen, was machst du hier in der Marsch? Und ich sage, ja, ich wollte das miterleben und ja, ihr habt immer für uns hat man da gestanden und ich will auch das Gefühl zurückbringen. Ist es, lernt man da Schalke nochmal von der anderen Seite kennen? Ja. Das glaube ich, da steckt viel mehr hinter als nur das Blau-Weiß, was auf der Tribüne sitzt. Da wird gesungen, da wird friedlich miteinander umgegangen. Die Polizisten werden verarscht, aber auch gut mit umgegangen. In England war das, wenn man die Helme von die nimmt, ist das ganz strafbar. Ja. Aber die hat den Helm genommen, gegeben lassen und er hat Sticker drauf gemacht. Und das war wirklich eine total friedsame, das hat überhaupt Eindruck gemacht bei uns alle. Bist du mittlerweile auch Fan geworden vom Schalke, FC Schalke 04? Das bleibe ich immer. Das ist reingekommen und das geht auch nicht mehr weg. Bist du noch oft in der Veltins Arena? Ich meine, gut, du hast ein eigenes Gasthaus zu leiten, aber bist du noch oft da? Ich versuche einige Male zu kommen. Letzte Woche war ich da, wieder mal de Sieg gesehen und das ist schön natürlich. Und, ja, das tut etwas, wenn man da reinkommt und man wird auch noch erkannt und das ist auch schön natürlich. Das ist hier ein bisschen anders in Kerkrade, da wird man nicht so mit Respekt behandelt als wie bei Schalke. Das ist eine ganz andere Welt. Was bedeutet es dir, Teil des FC Schalke 04 zu sein? Also ja, das macht mir stolz und auch bei den Jungs macht das natürlich etwas. Der Älteste, der ist groß geworden in der Arena, der ist in Maxikosi, ist da mitgekommen. Ja, und der Jungs, der hat das nur mitbekommen eigentlich von hier aus und die nehme ich immer mit und der erstaunt sich auch immer wieder. Das ist so ein Teil von unserem Leben, das kann keiner mehr wegnehmen. Und da bin ich immer glücklich vor. Sollte der FC Schalke 04, wie wir alle hoffen, irgendwann mal wieder Titel gewinnen, um Titel mitspielen, würdest du lieber mit den Fans im Block feiern oder lieber aus der Loge mit den VIPs? Nee, mit den Fans. Das ist mir klar. Auch meistens, wenn ich die Heimspiele anschaue, versuche ich doch immer ein bisschen das Kontakt mit den Fans aufzuhalten. Es ist immer schön, ich brauche nur anzurufen, die Tickets liegen fertig, aber manchmal kaufe ich auch Tickets, vor allem mit Champions League zu Hause oder auswärts. Dann bin ich im Gästeblock dabei, das finde ich immer schön. Marco, vielen Dank für dieses ehrliche, offene Gespräch. Es hat sehr viel Freude gemacht. Ja. Danke, dass du uns hier in deiner Herberge Sachen, wie spricht man es nochmal richtig? Bernardeshofe. Empfangen hast. Danke, dass wir hier sein durften. Gern geschehen.